USB-Platte lackieren. Die gute alte USB-Platte, ja. Ich habe mich wirklich lange davor gescheut, aber ich komme jetzt doch nicht drum herum, diese USB-Platte hier für meine neue Werkstatt zu verwenden. Und wie du so eine USB-Platte schnell, farblich gestalten kannst, besser gesagt blitzschnell, das zeige ich dir in diesem Video. Ihr könnt das Ganze natürlich streichen, aber das ist natürlich sehr, sehr mühselig, dauert lange, muss lange trocknen und darauf habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich ungefähr um die 20 Platten, die ich jetzt lackieren muss. Warum, weshalb? Schau dir einfach dieses Video oben im Eck an. Also, ihr braucht eigentlich nur zwei Dinge. Natürlich Handschuhe, langärmelige Kleidung, weil dieser Sprühnebel setzt sich wirklich überall ab. Das ist natürlich jetzt hier, was ich mache, nicht wirklich vorbildlich, eine Atemschutzmaske. Und ihr braucht eigentlich nur zwei Sachen. Einmal eine Grundierung, ein Wood Primer in dem Fall und ein Lack, den ihr aufsetzen wollt. In dem Fall ist es ein Rahl Acryllack 7016 und der ist matt. Vorweg müsst ihr natürlich euch entscheiden oder gucken, welche Seite ihr lackieren möchtet. Ne? Die USB-Platten werden zusammengesteckt, das heißt, hier ist eine Feder, auf der anderen Seite ist eine Nut und meistens ist die Rückseite, da ist so ein Stempel drauf, so ein Strichcode und das ist die Rückseite von so einer USB-Platte. So, die USB-Platte ist eigentlich sehr, sehr glatt und wenn ihr die noch glatter haben wollt, dann empfehle ich euch, das Ganze mit einer Exzenterschleife einmal vorweg vorzuschleifen, beispielsweise mit einer 120er Körnung, das Ganze dann gründlich abzusaugen und dann könnt ihr auch schon loslegen. So eine USB-Platte ist sehr, sehr grobkörnig. Das heißt, ihr werdet am Ende dieses Muster nicht ganz wegbekommen. Darum geht es aber auch jetzt nicht, denn ich will die einfach nur farblich gestalten und das ganz, ganz schnell. Und dafür nehme ich jetzt einfach diesen Wood Primer, gründlich schütteln, also sehr, sehr gründlich, mindestens 2 bis 3 Minuten. Steht auch hinten drauf. Quadratmeterzahl 400 Milliliter. Könnt ihr damit 0,8 Quadratmeter lackieren. Und damit wir nachher keine tauben Finger haben, gibt es so einen Sprühgriff. Der ist ganz praktisch für solche Sprühdosen. Und dazu nehme ich hier ganz normale Handschuhe, Arbeitshandschuhe. Ne? Die sind auf der einen Seite offenporig. Das heißt, die Hand kann schön atmen und hier sind sie geschlossen. Hat natürlich einen Vorteil, Einweghandschuhe, wenn ich die jetzt verwenden würde, würden die ganz schnell kaputt reißen. Also eine USB-Platte hat ganz, ganz viele Splitter, beziehungsweise die Gefahr ist sehr groß, dass ihr euch hier irgendwie böse Splitter reinhaut. Deswegen verwendet Handschuhe. Und natürlich, um euch zu schützen, dass ihr keinen Sprühnebel oder die Hände voller Farbe habt. Wir lackieren das Ganze von links nach rechts. Natürlich könnt ihr einmal vorweg die Kanten lackieren. Das macht ihr so. Einmal, zweimal. Und das macht ihr einmal ringsherum. Und dann werdet ihr ziemlich schnell merken, dass USB ein sehr, sehr offenporiges Material ist. Das heißt, ihr seht hier schon den Span und die Grundierung wird förmlich weggesaugt. So, die Grundierung ist ganz, ganz wichtig bei so einer Oberfläche, denn wir wollen jetzt hier ein Sperrfilm quasi auftragen, dass der Lack, der gleich raufkommt, dass der nicht mehr von der Platte eingezogen wird. Könnt ihr nicht zu 100% vermeiden, dann müsstet ihr mindestens für so eine Platte 2, 3 solche Dosen auftragen. Aber damit ihr ein annähernd gutes Ergebnis habt, reicht eine Dose quasi für eine Platte. Und jetzt lackieren wir immer von links nach rechts. Fünf Minuten später, manchmal dauert es auch nur 5 Minuten oder 10 Minuten, je nachdem, wie warm es draußen ist. Ihr könnt jetzt sehen anhand der Oberfläche, dass die Grundierung schön angenommen worden ist, aber auch teilweise gibt es noch ein paar Stellen, die nicht so deckend sind. Ihr könntet jetzt hier noch mal ein zweites Mal rübergehen, wenn ihr möchtet. Für meine Zwecke reicht das einmal. Ich verwende jetzt hier Anthrazit und das Tolle ist daran, dass ihr einen Deckel habt. Und ich zeige euch das mal kurz, wenn ich jetzt hier sprühe. Sprühe ich mir einen Wolf. Ne? Also ist nur punktuell. Und mit diesem Sprühkopf hier, der im Deckel sich befindet, könnt ihr schön
vollflächig lackieren. So, und dann nehme ich natürlich auch wieder diese Sprühhilfe hier, zack, und dann geht's los. Und da wir ja ein paar Platten zu lackieren hatten, ungefähr um die 20 Stück, eigentlich war planweise 25 Stück, aber wir haben 20 Stück lackiert und das innerhalb von 2-3 Stunden mit Steffi zusammen. Es ging wirklich richtig schnell. Ja, und so eine Einzelplatte ist wirklich 0, nichts lackiert mit 2 Sprühdosen. Beim Lackieren müsst ihr ja darauf achten, dass ihr immer nass lackiert. Das heißt, ihr lackiert jetzt nicht einfach so und so. Ihr lackiert nämlich eine Bahn und dann überschneidet ihr die mit der zweiten Bahn. Das heißt, ihr lackiert nass in nass. Im Idealfall lackiert ihr auch über Kreuz. Das heißt, erstmal so die ganze Platte. Und danach geht ihr bei und lackiert nochmal längs. Und somit habt ihr dann quasi die Platte über Kreuz lackiert. Und das Ergebnis müsste wirklich dann top sein. Natürlich sieht man jetzt hier, dass es eine USB-Platte ist, dass ihr, oder wenn ihr das verhindern wollt, dann empfehle ich euch, ihr könnt diesen Füller aufbringen oder einen Spachtel, aber erspart euch die ganze Arbeit. Dann kauft euch lieber Rigipsplatten, die sind von vornherein schön glatt. Jetzt haben wir so ein paar USB-Platten schon fertig lackiert und ja, ein bisschen doof gelaufen, ist ziemlich dunkel das Ganze. Ich muss natürlich dazu sagen, dass der Boden noch nicht fertig ist und die Deckenbeleuchtung auch noch nicht drin ist. Wie findest du das? Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass unbedingt einen Handwerker-Daumen nach oben da. Alle Infos, alle Produkte findest du unten in der Videobeschreibung, sowie auch eine Amazon-Wunschliste, wenn du mich hier auf diesem Kanal unterstützen willst. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Ciao.